Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch zum vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Guten Morgen. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Am Dienstagmorgen treffen sich um 8:30 Uhr die jungen Mütter zum Mother's Morning Off. Dienstagabend um 7:30 Uhr ist Chorprobe. Am Mittwochabend um 7:00 Uhr laden die jungen Mütter zu einem Bastelabend als Vorbereitung auf Weihnachten ein. Jeder, der Spaß an Bastelarbeiten hat, ist das dazu eingeladen. Am Donnerstag um 7:00 Uhr abends ist wieder Konfirmationsunterricht. Nächsten Sonntag, Ewigkeits- oder Totensonntag, werden wir in beiden Gottesdiensten alle gedenken, die im vergangenen Jahr verstorben sind, und ihre Namen hier vorlesen. Pastor Wilhelm, der für ein paar Tage seine Mutter in Deutschland besucht, wird dann wieder hier sein. Es hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen, aus dieser Zeit abzurufen in die Ewigkeit Herrn Edward Schultz im Alter von 69 Jahren. Die Trauerfeier wird am Dienstag um 2:00 Uhr nachmittags hier in der Kirche gehalten werden. Wir sprechen den Angehörigen unsere Anteilnahme aus und wollen uns daran erinnern lassen, dass auch wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Zur Fürbitten empfohlen werden die Kranken unserer Gemeinde. Im Krankenhaus zurzeit ist Herr Ernst Zambrowski im Royal Alec. Wir wollen auch in unseren Fürbitten aufnehmen Frau Lydia Schutz und ihren Sohn Fred. Nun, wir wollen anfangen mit dem ersten angezeigten Lied, Such wer da will, ein anderer Ziel. Lied Nummer 249. Himmlischer Vater, erwecke durch deinen Geist unsere Herzen und Gedanken, dass wir allezeit bedenken das Ende und dein gerechtes Gericht, damit wir in dieser Zeit unser Leben führen mit Wachen und Beten, mit Handeln in deinem Namen und mit Hoffnung. Und dann ewig bei dir bleiben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die erste Lesung für diesen Sonntag ist aus dem zweiten Buch Mose, aus dem 43. Kapitel, auf 34. Kapitel. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich allen zur Erde und betete an und sprach: Hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk, und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Soweit die erste Lesung. Die Epistel ist aus dem 2. Thessalonicher vom Anfang. Paulus und Silvanus und Timotheus und die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und des und volles alles Wohlgefallen im Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, damit in euch verherrlicht werde der Namen unseres Herrn Jesus und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja. Das Evangelium des Tages steht geschrieben
bei St. Lukas im 19. Kapitel. Jesus zog hinein und ging durch Jericho, und siehe, da war ein Mann, genannt Zacchaeus. Er war ein Oberster der Zöllner und war reich. Er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf das er ihn sähe, denn allda sollte er durchkommen. Als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und sprach zu ihm, Zacchaeus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und Zacchaeus stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, die dabei standen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist Jesus eingekehrt. Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch dieser ist Abrahams Sohn. Denn des Menschen Sohn ist nicht gekommen, denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Ich glaube Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Wir singen nun das Lied Jesu, meine Freude, 293.
Gnade und Friede sei mit euch von unserem Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Amen. Bitte nehmt Platz. Mein Andachttext heute steht geschrieben bei St. Lukas im 19. Kapitel, die Geschichte von Zachäus. Und zu der Andacht, um als Stütze und Hilfe, bitte nehmt das Bulletin ins Hand und ich werde zu euch sprechen, weil das ist mein Bild. Hier bin ich. Ich heiße Zachäus. Dieses Bild wird helfen, dass ich euch meine Lage klar mache, wie ich mein Leben geändert habe. Hier auf der linken Seite unten schaut zuerst meine Zollschranke, den Schlagbaum, an. Ich war Zollbeamter. Und am Anfang meiner Geschichte war ich mit den Nerven am Ende. Ich hatte gutes Geld verdient, klar. Ist ja auch für einen Zollbeamten in meinem Lande kein Kunststück. Meinen Landsleuten holte ich es aus der Tasche. Und ich habe andere unter mir gehabt, die dasselbe getan haben. Aber meine Landsleute hasste es. Aber sie wagten nicht zu sagen, weil ich meinen Verdienst von der römischen Besitzungsmacht bekam. Ich genoss den Unmut über die fremden Herren, die das Land so niederträchtig aussaugten. Dabei muss ich jetzt freilich zugeben, habe ich mehr kassiert, als die Römer davon gewusst hatten, denn ich wollte ein gutes Einkommen haben und nicht nur das, was die Römer mir erlaubte. Aber über das waren meine Landsleute nicht so verärgert, mehr verärgert, ja, verwelkt, veräckelt waren sie und besonders die Frommen, weil ich religiös unrein war, nicht treu war. Denn nicht nur habe ich das Geld aus der Tasche geholt, sondern auch musste ich ihr Landsmann und Glaubensbruder ständig das vierte Gebot übertreten. Denn ich musste für die Römer, die den jüdischen Sabbat nicht anerkannt haben, auch am Sabbat arbeiten. So fiel ich in Ungnade bei beinahe allen auf der Straße. Der Zachäus, der darf den Tempel nicht betreten. Er arbeitet für die Römer und auch am Sabbat. Von da an machten die Leute einen weiten Bogen um mich. Und am liebsten hätten sie vor mir ausgespuckt. Auch mit meinem Geld wurde ich doch nicht glücklich. Im Gegenteil, es belastete mich. Denn nachdem ich schon genug Geld gehabt hatte, wollte ich etwas zum Tempel geben. Sie wollten mein Geld nicht. Ich habe auch versucht, Geld meinen Freunden, meinen alten Freunden zu geben, damit sie wieder mich in ihren Kreis aufnahmen. Auch das ging nicht. Ich galt als unrein. Und nur durch das Aufhören meiner Arbeit, durch Teilnahme an den Opfern im Tempel, hätte ich wieder rein werden können. Aber gerade das war mir verwehrt. Ich konnte also keinen Schritt nach vorne und keinen zurück machen. Eines Tages
hörte ich zufällig das Gerücht, Jesus von Nazareth käme durch Jericho. Seine Hilfsbereitschaft unter Armen, Ausgestoßenen, Kranken war schon sprichwörtlich geworden in unserer Stadt. So wollte ich ihn wenigstens sehen. Als ich an den Ortsausgang kam, war die Straße voll von Menschen. Nun, hier im Bilde auf dieser Seite seht ihr meine Lösung, den Maulbeerbaum. Ich hätte keine Chance, ihn zu sehen gehabt, wenn ich nicht auf diesen Baum geklettert wäre. Denn ich wurde oft der Kleine genannt. Von diesem Baum aus konnte ich die Straße gut überblicken, blieb aber selbst den meisten verborgen. Oder so dachte ich. Das Laub war zum Glück sehr dicht. Aber nun geschah was, das ich gar nicht erwartet hatte. Jesus mitten in einer Menge von Menschen entdeckte mich. Ich solle schnell herunterkommen. Er müsse in meinem Haus einkehren. Ich bin fast vom Baum gefallen. Zitternd stieg ich hinab und ging ihm nahe. Würde er mir gründlich seine Meinung sagen? So dachten die anderen da. Aber ich sah etwas ganz anderes in seinen Augen. Seht ihr nochmal das Bild an, hier oben. Da stehen wir zwei, Jesus und ich. Ich sah in seinen Augen Liebe, Annehme, Vergebung. Und sieht er nicht freundlich aus, sympathisch, einladend, aufmunternd? Und mein Gesicht da in dem Bilde, meine Arme und leere Hände deuten meine Fassungslosigkeit an. Ich konnte einfach nicht begreifen, was geschehen war. Er wollte mit mir essen. Er sagte, komm, gehen wir hinein in dein Haus, mein Bruder. Liebe Leute, meine Welt war auf den Kopf gestellt. Ein Glaubensbruder, ein Lehrer nahm mich an. Wo andere mir so feindselig gegenüber waren, wollte Jesus Gemeinschaft mit mir haben. Nun hier auf dieser Seite des Bildes, seht ihr die Gesichter der anderen Glaubensbrüder, die auch dabei waren. Diese hier sind Pharisäer. Man kann das schon an den Gesichtern lesen. Ja, fromme, selbstgerechte Gläubigen. Sie wandten uns den Rücken zu. Ihre Mienen und Worten deuteten die völlige Ablehnung dessen an, was Jesus bei mir getan hatte. Von verkappter Feindseligkeit bis zu unverhohlenem Neid war alles darin zu lesen. Die bösen Blicke trafen aber keineswegs nur mich,
sondern gerade den Mann, der sich mit mir eingelassen hatte. Aber was immer sie sagten oder dachten, könntet ihr sehen an meinem Gesicht, dass die Stunde, oder weiß ich wie viele lange Stunden ich mit Jesus zu Hause gehabt hatte, mein Leben geändert hatte. Ja. Erst nach Jesus wieder gegangen war, erkannte ich die eigentliche Bedeutung von allem, was geschah. Er sagte, und ich hörte das immer noch im Ohr, heute ist das Heil in dieses Haus gekommen. Ich fühlte mich ganz wie verwandelt. Ich machte nicht mehr die Arbeit mit den Römern. Ich nahm den kleinen Rest meines Geldes und war ein aufrichtiges Geschäftsmann. Aber was wichtig war, ich habe meine Versprechung ihm gegenüber gehalten. Ich ging zum Tempel, büßte, gab die Hälfte meines Geldes den Armen und habe die Leute ausgesucht, von denen ich noch wusste, dass ich sie betrogen hatte, und ihnen ihr Geld vierfach zurückgegeben. Nun, hier unten im Bilde seht ihr mein Erfolg. Da ziehen zwei meiner Landsleute, die ich betrogen hatte, mit offenen, frohmuten Gesichtern ihre Straße. Zuerst dachten sie, dass ich verrückt geworden war. Aber als ich dann ihnen meine ganze Erzählung gesagt hatte und sie die Änderung meines Lebens gesehen hatte, waren sie wirklich angerührt. Sie haben das Geld genommen, aber sie haben auch etwas von meinem Zeugnis genommen. Hier halten sie in der Hand von dem Beutel, den ich genommen hatte. Liebe Freunde, was alles auf dieser Straße damals passierte, ja, es war Gottes Wunder. Ich war frei geworden. Jetzt bin ich Jesu Nachfolger. Weder der hohe Priester noch der Mann auf der Straße haben mir in mein Leben hineinzureden. Ich beziehe mich in Zukunft nur noch auf Gott. Bevor ich Jesus kennenlernte, war ich versucht, mit meinem Geld eine saubere Weste als Protest gegen die Fromme zu kaufen, weil ich bei den Menschen einen guten Ruf nicht kaufen konnte. Aber in dieser Begegnung mit Jesus schenkte mir Jesus seinen Ruf, der die einzig wirklich saubere Weste ist. Ich erlebte, als ich den Geld zurückgab, die große Freiheit, zu der wir Kinder Gottes berufen sind. Wer diese neue Freiheit nicht erfährt, wird sie wohl kaum begreifen. Nun seht ihr nun das Bild ein letztes Mal an. Senkrecht ist der helle Weg Jesu. Da sind wir zwei, so wie auch meine wiedergewordenen Freunde. Freunde nicht einfach wegen der Bezahlung, sondern Freunde, weil sie gesehen haben, dass ich mich ändern konnte. Und wenn ich das kann, kann jedermann sich ändern. Waagrecht im Bilde herrscht das Dunkle, meine Arbeit, so wie auch der Baum, wo ich mich gesteckt habe. Ja, hier ist auch zu sehen
in diesem Teil der alte Zacchaeus. Die Pharisäer befinden sich auch, die so böse in ihrer Heiligkeit waren. Ja, die alle sind auf dem Wege der Finsternis. Aber auch diese sind nicht unbedingt aus der Liebe Gottes ausgeschlossen. Denn den Weg des Lichtes hier und die breite Straße der Finsternis bilden zusammen ein Kreuz. Ja, der Kreuz, an dem Christus später für die ganze Welt, für dich, für mich gestorben war. Und in dem Bild herrscht die Figur des Christus. Denn Christus ist der Große, der Einladende, der alles neu macht und aus der Finsternis ins Licht führt. Er leitet uns und zugleich geht mit uns auf den guten, hellen Weg durchs Leben. Seine einladende Gebärde umfängt alle Menschen in diesem Bild, aber auch vor diesem Bild. Er blickt auch nicht eigentlich nicht nur mich an, sondern auch euch an. Denn der Herr will bei uns allen einkehren. Nicht nur einmal, sondern auch immer wieder einkehren und aus Vergebung Frucht schaffen. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, Jesus kann allen Menschen, auch einen kleinen Menschen wie ich bin, zum Menschen machen, die wirklich groß sind, im Glauben, im Vertrauen an den lebendigen Gott. Amen. Der Friede unseres Herrn, der diese Welt nicht geben kann, sei mit uns allen. Amen. Hey. Lieber Gott, der du über uns bist, der du mit uns und in uns bist, du merkst wohl, wenn ein Menschenherz sich dir zuwendet und dich sucht. Du weißt wohl, wo wir gebrochen, gewundet, entfremdet sind, uns kommst du entgegen mit deiner Huld und Liebe, mit deiner Annahme und Vergebung. Unter deinen Augen wird unser eigenes Wesen und alles, was an ihm ist, uns selber erst offenbar. Du reißt uns heraus aus unserer Selbsttäuschung und schenkst uns in deiner Gegenwart den Anfang eines neuen Lebens. Wir danken dir dafür. Wir beten auch aber nicht über uns selbst oder für uns selbst, sondern für andere. Wir beten für die, die krank oder im Hospital sind, für Herrn Ernst Zombrowski. Sei ihrer Stärke und hilf uns, damit wir allen Kranken helfen, durch unsere Fürbitten und unsere Liebe in Wort und Tat. Wir beten auch für die Familie von Ed Schutz, der diese Woche im Glauben starb. Sei ihrer Stärke und Trost. Hilf ihnen durch diese schwierigen Zeit. Wir beten auch für alle, die von anderen als die Kleinen oder die Verlorenen genannt sind. Die, die als nichts in den Augen der Welt gelten. Die Armen. Die, die ohne Arbeit sind,
die unter furchtbaren Krankheiten wie AIDS leiden. Hilf, dass wir deine Gemeinde Fürbitte für sie machen und ihnen nach dem Bilde deines lieben Sohnes helfen, mit Liebe annehmen, Versöhnung in Wort und Tat. Wir beten auch für unsere arme Welt, worin so viel jetzt verdunkelt ist. Krieg in Bosnien, Unruhe in Russland, Palästina, Israel, Brutalität in Nigeria. Möge dein helles Licht das Dunkle verbannen und Frieden unter diesen Menschen bringen. Hilf uns und Jesu Nachfolger in der ganzen Welt zu rechter Jüngerschaft um deiner Liebe willen. Nun diese und alles, was noch auf unserem Herzen liegt, schließen wir in das Gebet ein, das Jesus uns gelehrt hatte. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Nun singen wir unser Schlusslied.